What's the matter? Why are you crying? I'm not crying. Okay. Okay? Is that all you have to say? What's wrong? You really are crying. You and Shigure. Your brothers, but... Oh, that. It's really nothing to shed tears over. How can you pretend it's not important? Don't tell me it's because you're a demon! You went and answered your own question. So you will say it's because you're a demon? No, that's not the answer, actually. It's not because I'm a demon. It's because we're swordsmen that I'm not sad. Huh? When we fought, when we both really fought, I got this sharp, vivid feeling that pierced straight to my core. When we were both throwing ourselves wholly into the battle, we wanted to keep on fighting forever, like an unquenchable thirst. That's a feeling we only got from each other. Lord Shigure did seem to be enjoying himself. I feel like I can understand it a little better now. But I'll never comprehend it. That's for the better. If you did, you'd end up like us. Probably so. I wonder when I'll be able to have a match like that again. You won't have to worry about that. Hmm? Just as you worked so hard to defeat Lord Shigure, another swordsman will do the same to defeat you. You're not wrong. Your positivity reminds me of him. Now I'm suddenly craving a cup of Yozakura Anmitsu. Yozakura Anmitsu? Cherry blossom flavored sweet bean paste, black sesame ice cream and fruit. It was Shigure's favorite. That's kind of hard to picture, but I'd like to try it. It's settled then. When this is all over, I'll take you out for some. I look forward to that. Then make sure you come back alive, all right? You too, Rokuro. Yozakura Anmitsu. I won't forget. Ah, da läuft doch noch was. You should get out of here while you still have the chance. If things get hairy, I'll run. But please, let me stay here a little longer. I owe Shigure for giving me back my free will. And he always did hate to be alone. I never knew that. You didn't? Weren't you his brother? We never had time to think about anything other than our training. I'm sorry. I didn't mean any insult. He lived and he died according to his own beliefs. That has to be good enough. Humans like that are not so bad. I suppose we aren't. You're a funny sort of Moloch, aren't you? Thanks for the compliment. Morgrim, die treue Katze. Oh Mann. Und auch aus Tales of Systeria kennen wir ja Morgrim. Da ist sie ja zu einem bösen Malak geworden. Aber nicht zu einem Drachen, nur zu einem Dämon. So, und was erwartet uns dort jetzt? It's scorching. No, it's torrid. Wait, no, it's hot! Can you please stop making a fuss? Anyone who can keep their cool inside a volcano needs their head examined. I can feel the power of the Earth Pulse flowing upward. This is the Life Spring. That's odd. Melchior isn't here. Have you devoured even Shigure, Lord of Calamity? But remember, the only exorcists whose souls are worthy of sacrifice are Shigure, Oscar, Teresa, and me! He's above us, at the volcano's peak. With three souls, you can only awaken three Empyreans! That won't be enough to seal Innominaut's power! If you are missing even one, awakening them will cause this volcano to explode, with you inside it! If you seek to awaken all four elemental Empyreans, then come! Try and take my soul from me! What do you think, Magilu? Trap. Melchior's greatest strength lies in his power over ice. I only wish we could lure him down here. But we dare not forget. He's an exorcist who spent years plotting to awaken Innominaut.
Exactly. He could be capable of anything. It'd be dangerous to assume otherwise. Maybe this is the wrong time, but Mogulu, you're related to Melchior, right? You'd better believe it's the wrong time. Long ago, I was Mogulanika Loom Maven, Melchior's foster daughter, and before I was cast out, his disciple. Mogulanika? The Lost Legate! Huh. So even after 10 years, my name still lives on. I'm impressed. You must have commanded a lot of respect. Not in the least. The relationship between Melchior and I was like that between Velvet and Artorias. The debts owed, and the grudges held. Velvet, you don't have to believe me. You may never believe me. But I tell you now, I want to settle my- I don't much care about the affairs of a witch, now do I? I'm going to the peak to find him. Just doing what I want. Like always. Yep, that's right. And I'm going with you. Like always. Like always. Ach, sind wir wieder nett. So, hier können wir nochmal speichern. Dann gehen wir uns Melchior holen. Der ist schon lange drüber, der Typ. Der geht mir schon mega, mega lange auf den Wecker. So, was haben wir denn hier für Tierchen? Kommt mal zusammen. Lava-Atlanten. Die Kampfmusik ist so herrlich dazu. Die passt überhaupt nicht. So, welches Level sind die Kollegen? 64. Meine Fresse. Braune Seele! Danke! Na Mädels, jetzt kommt mal zusammen, ja? You're just lucky I made it quick. Aurora bekommen. There are things worse than death. Und die Geheimagentenpuppe. Schön. Ein pechschwarzer Wächter, der der Entdeckung durch Freund und Feind entgeht. Oh, du wirst dich nochmal hinlegen, dir geht's nicht gut. Na dann, danke fürs Reinschauen und gute Besserung. So, wir haben da noch einen Text offen. Irgendwas mit es glüht. Gucken wir uns sofort an. Feuerhexen. Feuerhexen, kommt zusammen. Eine Paladin-Echse. Wir wollten noch Okuro noch aus dem Team rauswerfen, fällt mir gerade wieder ein. Infernal Torrent! Clip the
by a conviction! Devour it comes! Let's go! Crest! I did it! Have you tried? Point fire! We won, right? Right? Und der Fußlosring ist fertig. Moment. Der Fußlosring wird getauscht gegen den... Was haben wir noch so offen? Giftwehr, Schockwehr, Müdigkeitswehr. Oh, nehmen wir die Giftwehr. Oh, mehr ist nicht. Piece of cake, it's a cinch, piece of cinch. It's scorching, it's freezing, it's scorching. What are you muttering about? You told me to chill out when I complained about the heat. Is that still bothering you? I heat up quickly and cool down slowly. I'm not bothering anyone, so go on, get lost! That's even more annoying. I mean, come on, if it's both hot and cold, it's not scorching. It's freaching, clearly. That doesn't sound like me at all. Wait, that's not even my point! My skin feels like a frozen shell, but somehow my insides are boiling! This is miserable! It should be one or the other. I can't stand this fence sitting! Oh? Well, so what about the pineapple and sweet and sour pork? Gross! A sweet omelet? A crime against nature. Chocolate-covered raisins? Whoever thought up dried grapes should be hanged! Well, then what about peach pie? I don't see what you're getting at! What about yourself? Utterly vile. Doesn't that make you a fence-sitter? That's why I'm having you eat that old man and shove him into the life spring. I hope you learn to like yourself. Don't try to embarrass me. Aber anscheinend haben wir es geschafft, die gute Maggie Lou in Verlegenheit zu bringen. Warum die sich nicht selber mag, verstehe ich nicht. Eine Mithril-Puppe. Gab's ja einfach mal so in der Kiste. Den nehmen wir dankend mit, aber ich glaube, die hat man schon. So, haben wir mittlerweile Level 60. Ja, kommt. Und hier machen wir noch ein gefährliches Treffen. Hauen die hier nochmal um. No mercy! No mercy! Ah, die halten mir viel zu viel aus, die Großen. Die machen keinen Spaß. Ah, und wir haben schon wieder das Team nicht gewechselt. Mann. Come on, really? Präzise Präzeptoren. Meine Güte. Was ein schwieriges Wort. Und die Expedition ist wieder zurück und wir haben unsere Cutscenes zusammen. Sehe ich gerade. So, erstmal hier das Wichtige. Rokuro geht raus gegen Eisen. If I'm in this, I'm in this 100%. Yep, das ist sehr, sehr schön für dich. So, die Expedition hat uns mitgebracht die Piratenflagge Jagdhund und 100 Talesmünzen. This would be big. What a treasure. Und die Knochenmaske, eine Maske aus dem Barbatos-Archipel. Einige halten sie für das Zeichen eines meisterhaften Schwertkämpfers, andere sagen, ein Verräter habe sie zur Strafe tragen müssen. Und wir haben das Wahrsagen bekommen. Und wir sind tatsächlich immer noch nicht fertig hier. Da unten fehlt uns noch was. Schweinsohr des Berserkers, okay. Na dann. Scout-Ship departing. Nochmal los. So, und was haben wir denn jetzt für eine Fertigkeit bekommen? Wahrsagen. Halbherzig. Erhöht die Chance, seltenes Essen zu finden. Glaubst du zumindest. Sie versucht nicht mal. Nee, sie versucht's nicht mal. Fall nicht drauf rein. Höhere Menge seltenes Essen. Schön. Und die Schätze, da haben wir sie. Die Maske. Now this is one hell of a helmet.
Ist das aus den Knochen irgendeines Monsters gemacht? Diese Maske umgibt eine verstörende Aura. Es sind einige Kerben darin. Bestimmt wurde sie bei einigen heftigen Kämpfen getragen. Warum setzt du sie nicht mal auf, Rokuro? Könnte genau dein Stil sein. Es ist ein schönes, solides Rüstungsteil, aber ich lasse das lieber. Schneide, bevor du selbst geschnitten wirst. Das ist die Rangetsu-Philosophie. Du meinst, Angriff ist die beste Verteidigung? Nicht ganz. Eher sowas wie, der beste Angriff ist ein guter Angriff. Ich verstehe. Dann hoffe ich, dass ich nie gegen jemanden antreten musste, der den Rangetsu-Stil verwendet. So. Sagt mir überhaupt nichts. So, und die Ausrüstung. Wieder ganz viele tolle Sachen fertig. Die Topa-Stiefel sind durch. Dann haben wir hier noch die Metrie-Stiefel. Die nehmen wir. Hier haben wir die Topas-Weste fertig. Da haben wir noch die Metrüel-Weste. Du bist noch dabei, ja. Quarzschleifer haben wir hier. Topas-Schleife können wir ihr geben. Und sonst ist nichts fertig. Okay. Dann schauen wir uns hier das große Monster an. Aber vorher machen wir eine Schnellspeicherung. So, guten Tag. Der Titan, Level 62, 32.000 Leben. Ach du Scheiße. Genau, alles drauf, was ihr habt. Alter, der hat einen Hau. Das ist schon fast tot. Ach komm, die 240 leben echt. 39er Rang. Das ging flott. Glazid des Molochs. Gewährt auf chaotische Schwierigkeit die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die beim Kampfbeginn zeitweise Unverwundbarkeit gewährt. Krasse Tasse. Nehmen wir doch gerne mit und hier steht eine weitere Katzkiste. Die braucht 375. Na dann. Der Erdnormenhut für Eleanor. We just need one last soul to awaken the elemental Empyreans. Are you all right, Velvet? I'll eat Melchior, and our collection will be complete. I'm not worried about that. I'm worried about you. You collapsed after the thing with Teresa and Oscar, remember? You wonder if I'm fine after eating Shigure. It's not a problem. But wasn't Shigure a lot more powerful than they were? But look at me. I'm fine, right? Does it seem like I'm faking it? No. I think I'm just used to it. Both my body and mind. You're not just used to it. You've changed. Mm-hmm. Just as I changed after finding my free will, you've gotten stronger through our travels, too. You faced down many sorrows and hardships and overcame them all. Did I, though? You did. And that's why I... I'll make you a quiche later. Could you make pudding, too? Sure. But are you just trying to butter me up so I'll cook for you? Well, I mean... yeah. How did you know? You really have grown a lot, haven't you? All right. Let's go and find me some Melchior to eat. Yeah! Die Melchior-Mahlzeit. Na dann. Und Luffy hätte gern Kuchen. Den soll er bekommen. Und wir bekommen hier ganz viele Cutscenes. Und ein Erzfragment. So, irgendwo gibt es ja noch eine Kiste. Ach kommt, ich nehme noch mit. Wieso kriege ich immer die großen? Finish!
Max. Oh, meine Leben. Ja, wir müssen den Dings mal aufheben. Die Theorisierung. Ah, wenn ich meine Heiler nicht hätte, wäre ich ziemlich am Arsch. You too. So, was haben wir da? Bewaffneter Taumaturg und Weberin der Ströme. Und zweimal den Schalenring. So, passt auf, hier ist eine kurze Ecke. Da unten gibt es noch einen Speicherpunkt, also von da sind wir gekommen. Hier würde es die Höhle weiter nach oben gehen. Ich möchte aber erst hier hinten gucken, weil da gibt es wahrscheinlich noch die letzte Kiste. Mit einer Seelenflasche. Ah, das Spiel ist so schön berechenbar. Oh, lass mal. Möchte nicht gegen dich alleine kämpfen. Einen Rohedelstein haben wir da gerade gefunden. Und noch ein paar Erzfragmente. Und noch mehr Flammensteinsplitter. Die brauchen wir aber leider nicht mehr. So, hier ist noch eine Kiste. Mit 11.500 Gold. Das ist genauso viel, wie wenn wir einmal kämpfen. Kriegen wir auch so viel Kohle. Also ein wenig überflüssig. So, und ich würde mit euch wetten, dass die nächste Kiste hier hinten rechts wäre. Aber erstmal müssen wir kämpfen. So, wo sind die Gegner? Hier. Ypsum Kuro macht mittlerweile 700 Schaden pro Treffer. Das ist eine Tasse. Hey, is everyone all right? Ich bin ein bisschen fasziniert. Okuro ist tatsächlich stärker als Velvet geworden vom Angriff her. Das war die letzten Male doch noch etwas anders. Und wir haben tatsächlich fast alle Waffen fertig. Da war gerade noch eine. Ja, die Quarzklinge. So, das Shirt hatten wir fertig. Topazstiefel, die Mithril-Stiefel, da ist sie noch dabei. Die Weste war auch durch. Ne, die Mithril-Weste brauchen wir noch. Ja, die müsste auch bald fertig sein. Und hier können wir zum Animalring gehen. Und der Gewaltmarsch ist hier auch fertig. Dann nehmen wir doch mal die Topazstiefel. So.
Und weiter geht's. Jungs, bleibt ruhig liegen. Einen weiteren Goldklumpen. Und was haben wir hier? Einen Beutetrank. Noch mehr Beute. Das Spiel hat seine Musik wieder gefunden. Fällt mir jetzt das auf. Das macht diese langen Wege trotzdem nicht erträglicher. So, dann lasst uns mal kurz gucken, was macht Velvet mit einem normalen Angriff für Schaden? Ah, doch keine Zeit gehabt. Dafür hat man gerade einfach zu wenig Leben. Hallo, hallo. Oh, das war knapp. Enough waiting. Die Resurrection, wen hast du gerade wiederbelebt? Der war tatsächlich gerade nicht ohne der Kampf. Und da haben wir noch eine rote Pflanze. Einen roten Lavendel. I'm not sure what Melchior is really capable of. What kind of man is he? To put it short, he's the Exorcist's shadow. Their shadow? They're supposed to be free of malevolence, but they're only human, and so are those who they want to save. But sincerity and conviction alone won't save the world. To remain free of malevolence, they need someone to do their dirty work. A shadow. I see. And that's Melchior's job. During all my time at the Abbey, I was never aware of what he was really doing. So, why hasn't he succumbed to malevolence? Because his belief in the Exorcists as the saviors of the world is pure and unyielding. It is a mountain of ice that will neither boil, nor melt, nor break. I know the depths of his frozen heart all too well. Wait! Does that mean you... Yes. Melchior was raising me to be the shadow for the next leader of the Exorcists. Artorias himself. But that was a terrible mistake. I was unable to live up to his expectations. So if things had gone as he planned, we'd be fighting you instead of Melchior. I'm glad that didn't have to happen. True. If Mogulu was running the Abbey... They would be completely unpredictable. That would be fearsome. Maybe. But doesn't that sound like a whole lot of fun? So Melchior was my shadow too. Oh, feeling too sympathetic to fight him. I wouldn't say that. There's nothing to be sad about. Removing shadows is part of a shadow's job. Even if I'm a failed shadow, I'm still a witch and I cast a deeper darkness. Oh man.
Sie ist immer noch eine Hexe, die einen tieferen Schatten wirft. So, noch mehr Flammsteinsplitter. Dass diese Tierchen sich hier teleportieren können, geht mir ein bisschen auf den Sack. Always be on guard. Out of my way! Bam! Da kann Nagilu denn so hart zuschlagen, meine Güte. It appears that we're finished here. So, mehr gibt's hier nicht.